Hallo, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man am iPad mit Pages ein Textdokument erstellt. Ich werde jetzt hier so eine Urlaubsplanung erstellen. Das heißt, ihr werdet hier drin sehen, wie man Texte einfügt, wie man Bilder einfügt, wie man dann den Text um die Bilder herumfließen lässt und so weiter. Dafür einmal auf dieses Symbol hier klicken für Pages. Dann müssen wir auswählen, dass wir ein neues Textdokument erstellen. Das machen wir hier, indem wir da drauf klicken. Und wir könnten eine Vorlage auswählen. Das werden wir aber nicht machen. Wir werden ein leeres Dokument nehmen. Und das Ganze geht dann so. Die Tastatur kann ich hier unten rechts ausblenden, wenn ich darauf tippe. Ja. Und erstmal sollten wir das Ganze speichern unter einem Namen. Hier oben geben wir mal ein, umbenennen. Und da werden wir Urlaubsprojekt schreiben. So, dann müssen wir natürlich angeben, wohin wir fahren wollen. Wenn man das Ganze kleiner haben will, nimmt man zwei Finger und zieht das Ganze zusammen. Dass man das ganze Dokument besser sehen kann. Ich möchte jetzt mal, zum Beispiel mache ich eine Urlaubsplanung nach St. Peter-Ording. Das ist jetzt auch einfach nur mal ein Beispiel. Und wenn ich jetzt hier das Ganze anpassen möchte, muss ich hier das antippen, muss hier, kann den Finger länger drauf halten und dann ziehe ich mir hier drüber eine Markierung. Okay, dann will ich jetzt, dass das eine größere Schrift bekommt. Ja, oder vielmehr, ich brauche nachher, wenn ich ein Inhaltsverzeichnis einfügen möchte, brauche ich, dass ich das nicht als einfachen Text, sondern dass ich das als Überschrift markiere. So, wie mache ich das? Dafür muss ich hier oben drauf gehen, auf den Pinsel. Und ihr seht, ich habe hier das als Text markiert und da muss ich jetzt Überschrift auswählen. Damit wählt er die Formatvorlage Überschrift aus. Dann kann ich wieder hier mitten rein tippen. Ich kann jetzt auch zum Beispiel noch die Größe davon ändern, aber wichtig ist, dass das System, das iPad verstanden hat, oder Pages vielmehr, dass wir hier eine Überschrift haben wollen. Okay, jetzt haben wir schon mal eine schicke Überschrift. Jetzt wollen wir hier an der Stelle, ich mache hier mal ein paar Enterzeichen rein, also Zeilenvorschub, und ich möchte jetzt hier ein Bild einfügen. Ja, dafür kann ich jetzt zum Beispiel irgendeine Seite aus dem Internet auswählen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel eine Schulhomepage auswählen und ich möchte jetzt dieses Bild haben. Dann tippe ich hier drauf, länger, also drauf. Finger festhalten und dann kann ich hier zu Fotos hinzufügen tippen. Ja, so, und dann fügt er mir das in meine Ablage zu Fotos hinzu. Dann, um das Ganze zu minimieren, einmal auf den Home-Button drücken. Dann gehe ich wieder in Pages rein. So, hier will ich das Ganze machen. Hier will ich ein Foto einfügen. Und wenn ich hier auf das Plus tippe, dann kann ich hier oben auf Fotos, kann ich dann die Fotos auswählen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einmal oben dieses Ding hier auswählen. Das hatte ich ja eben gerade markiert. So, und jetzt sehe ich, okay, dieses Foto will ich so erstmal nicht haben, sondern ich muss mir das Ganze noch bearbeiten. Und zwar, ich muss mir eine Maske, nennt sich das. Ich muss hier eine Maske draufsetzen. Da steht es hier oben mittig drauf auf Bild. Maske bearbeiten. So, damit kann ich nämlich hier das Ding kleiner schieben. So, mal hier rüber und dann drücke ich auf Fertig. Dann kann ich nämlich das auf den Bildausschnitt kleiner machen, den ich wirklich nur haben möchte. Ja? Okay, jetzt habe ich schon mal das Bild soweit und jetzt möchte ich, dass das Bild so ein bisschen gedreht ist. Das heißt, oder ich möchte erstmal das irgendwo anders hinschieben, dann tippe ich da drauf und kann das festhalten und kann er nachher hier auch die Position verändern. Jeden könnt ihr mal ausprobieren. Einfach hier mit dem Finger drauf und runter. So, und wenn man das Ding jetzt gedreht haben will, mit zwei Fingern drauf, und dann kann man hier festhalten und dabei drehen. Ja? So, dann habe ich das so. Okay.
Man kann natürlich auch sich Bilder aus einer anderen Quelle holen. Bei uns ist es jetzt so, ich habe jetzt zum Beispiel Bilder aus unserer Lernplattform. Da habe ich welche abgelegt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel bei mir, ne, weggewischt. Ich habe hier in der Testklasse habe ich ein paar Bilder hinterlegt. Und da könnte ich jetzt hier das Bild herunterladen und zum Beispiel dieses Bild hier nehmen und dieses Bild werde ich kopieren oder ich sichere es so. Dann habe ich dieses Bild auch hier zur Verfügung in Pages und kann hier dann dieses Bild einfügen. Dann muss ich auch wieder auf das Plus tippen und hier ist mein schönes Bild. Das füge ich jetzt mal hier ein und da verfahre ich genauso wie vorher mit dem anderen. Ich kann jetzt hier die Größe anpassen, wenn ich hier oben rechts die Ecke tippe und dann kann ich das Ganze hier verschieben und dann, wenn ich das drehen möchte, mache ich das so zum Beispiel. Okay, ich könnte jetzt noch ein weiteres Bild da dazufügen, aber das ändert jetzt nichts am Vorgehen. Gut, dann um auf eine neue Seite zu kommen, kann ich entweder die ganze Zeit eine Enter-Taste drücken oder ich wähle hier drüben rechts auf dieses umgedrehte P, Paragraphzeichen. Da kann ich dann einen Seitenumbruch einfügen. Also das heißt hier oben einmal drauf tippen und dann komme ich auf die nächste Seite. Hier möchte ich ein Inhaltsverzeichnis angeben. Okay. Und das wird dann hier im Folgenden sein. Dann möchte ich nochmal auf eine neue Seite kommen. Und hier möchte ich dann zum Beispiel die Anreise planen. Anreise. Und im Folgenden werden wir auch noch ein Hotel benötigen und Sehenswürdigkeiten. Ne, es gibt ein Ü. Okay, dann muss ich auch hier jeweils dann diese Wörter antippen, gedrückt halten und dann kann ich auch hier den Stil ändern. Ja, also hier einmal auf da oben gehen und dann muss ich hier das, ich würde jetzt hier die Überschrift 2 auswählen, auch hier bei Hotel, hier oben auf den Pinsel drauf, Überschrift 2, Sehenswürdigkeit, Pinsel und Überschrift 2. Und als nächstes, na, wählen wir mal hier unter Hotel aus. Oder vielmehr, ich zeige erstmal euch, warum habe ich überhaupt das ausgewählt? Warum habe ich hier überhaupt diese Überschrift 1 und Überschrift 2 gemacht? Das seht ihr, wenn ich scroll jetzt mal hier zum Inhaltsverzeichnis. Ich möchte hier mein Inhaltsverzeichnis generieren lassen. Also es macht natürlich Sinn, wenn man Textdokumente hat, die viel größer sind, ja, also über 10 Seiten und so weiter, da macht das richtig viel Sinn. Ich kann jetzt hier das Inhaltsverzeichnis generieren lassen, wenn ich hier wieder auf dieses umgedrehte P drücke und kann dann hier Inhaltsverzeichnis antippen. Dann seht ihr hier, wird das ausgewählt. Ich bin aber noch nicht zufrieden mit dem Ganzen, mit der Formatierung, nämlich ich wähle das hier aus, hier oben rechts diese Punkte, dann auf Bearbeiten und dann kann ich mir nämlich hier auswählen, welche Überschriften ich hier überhaupt anzeigen möchte. Ich wähle mir auch noch Überschrift 2 aus und ihr seht hier im Hintergrund folgt dann nachher, was alles angezeigt wird. Ich kann auch hier noch die Einrückung von diesen Punkten auswählen. Da wird immer ein Tabulator gesetzt. Es wird dann immer um einen bestimmten Betrag verschoben. So, und dann drücke ich, und hier sehe ich eine Vorschau. Das gefällt mir. Das kann so bleiben. So, und das ist dann mein Inhaltsverzeichnis. Okay. Deswegen mache ich hier überhaupt die Formatierung. Dann kann ich hier zum Beispiel auch noch hier noch eine Tabelle anfügen. Das mache ich hier oben mit Plus und kann hier oben auf das Tabellensymbol gehen. Hier kann ich dann eine Tabelle einfügen. Ihr seht, das passt nicht so ganz mit dem vielleicht, was ich machen möchte. Dann kann ich hier das Ganze vergrößern, verkleinern, je nachdem, was ich brauche. Und hier ist das ebenfalls so. Hier kann ich das vergrößern, verkleinern. Und das auf die Anzahl
bringen, die ich wirklich haben möchte. Jetzt hier bei Anreise, gut, nach St. Peter würde man jetzt nicht mit dem Flugzeug fliegen, aber wir könnten das jetzt einfach mal so tun, als ob. Und mit einem Doppelklick komme ich hier in diese Zelle hinein. Da kann man jetzt zum Beispiel Abflug hinschreiben. Abflug, und dann kann man hier unten zum Beispiel, könnte man Frankfurt hinschreiben, dann hier oben Abflug, und da könnte man Quatsch, Abflug, da kann man Ankunft nach hinschreiben, und da muss man noch den Flughafen raussuchen, wo man dann eben ankommt. Dann könnte man hier eine Flugdauer, das sollte natürlich jetzt hier innerhalb von Deutschland, was natürlich auch vielleicht nicht so sinnvoll ist, kann man auch immer mit der Bahn fahren. Das ist natürlich ziemlich gering. Man könnte hier hinten noch eine Fluggesellschaft zum Beispiel. Angeben, oder man könnte natürlich auch noch Kosten als Punkt anfügen. So viel zu einer Tabelle. Hier könnte man natürlich auch noch ein Bild irgendwie vom Flugzeug oder von irgendeinem anderen Beförderungsmittel hinterlegen. Okay, jetzt wollen wir mal ein Bild einfügen und Text darum legen. Klar, wir fügen wieder ein Bild ein. Dafür müssen wir wieder hier aufs Plus tippen. Und dann wählen wir uns die Bilder aus. Da, Fotos. Und wir wählen uns mal... Na, wir tun mal so, als wäre das hier ein Hotel. Okay. Ich mache das Ganze mal kleiner. Und ich brauche einen Text, den ich da herumlegen kann. Dann gehe ich mal in einen Browser und hole mir mal einen Text. Ich nehme mal einfach, ist natürlich Blödsinn hier, diesen Text zu nehmen, aber man könnte sich jetzt irgendwo von der Homepage einen Text nehmen. Passend natürlich zum Thema, nochmal auf den Home-Button drücken, dann komme ich wieder hier raus. Mit einem Tipp auf das Page-Symbol komme ich wieder hier rein. So, hier möchte ich meinen Text haben. So, und hier drücke ich einsetzen, dann habe ich hier meinen Text und ich möchte, dass dieses Bild hier damit umflossen wird, dann kann ich das hier erstmal hier anpassen. Am besten sieht das Ganze aus, gut, ich muss jetzt erstmal hier den Text markieren, wenn ich weiter mit dem arbeiten möchte, weil das gefällt mir so nicht, wenn man einfach den links bündig hat, und ich möchte diesen Text, den möchte ich gerne als Blocksatz haben. Wie mache ich das Ganze? Dann tippe ich hier drauf und tippe das Ganze als Blocksatz an. Und dann wird das Ganze ein bisschen angepasst. Sieht aus wie auf einer Buchseite. Oh, das Ganze ist verrutscht hier als Sehenswürdigkeit. Ist auch kein Problem. Ist ja nur eine Beispiellösung. Das Ganze sollte hier dann auch noch für Sehenswürdigkeiten folgen, dass man eben dann für Sehenswürdigkeiten eben auch noch was hinschreibt, dass man natürlich weiß, was man da eigentlich besucht. Und beim Hotel kann man das Ganze genauso machen. Okay, wenn man fertig ist soweit, kann man auch hier nochmal das Inhaltsverzeichnis vielleicht bearbeiten. Und okay, wenn wir soweit sind, dann kann man das Ganze noch speichern, ja, und dafür ist es so, dass man hier auf die drei Punkte tippen kann, und dann, ich könnte hier exportieren drücken, dann könnte ich zum PDF umformatieren, oder ich drücke hier auf teilen, und dann kann ich eben hier eine App auswählen, wo ich das Ganze hinteilen möchte. Ich könnte hier jetzt zum Beispiel das als E-Mail schicken, oder ich speichere mir das Ganze in Dateien sichern. Ja? Dann kann ich hier noch einen Ort auswählen und speichere das Ganze sicher. Okay, damit ist mein Dokument gesichert. Und ja, wir haben eine schicke Urlaubsplanung mit Bildern und Text und so weiter und Tabellen erstellt.